Herr Latif, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, wie sieht es dann bei uns aus in 50 Jahren? Ja, nicht so besonders witzig. Ich höre oft, ach, ist doch wunderschön, wenn es ein bisschen wärmer wird, aber das hat dann nichts mehr damit zu tun, länger im Straßencafé zu sitzen. Wissen Sie, im Extremfall reden wir über Temperaturen, vielleicht nicht im Norden, aber im Süden und Osten der Republik von bis zu 50 Grad. Jetzt kommen wir ja schon bei den Höchsttemperaturen über 40 Grad. 50 Grad, da will man sich gar nicht mehr draußen aufhalten. Wenn es regnet, dann sind flutartige Niederschläge, die wir bis jetzt kaum kennen. Die kennen wir eigentlich nur so aus den Tropen, da wo es warm ist, da gibt es eigentlich sehr, sehr heftige Niederschläge. Der Meeresspiegel wird steigen, das dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür steigt er dann umso länger an. Also das sind alles Dinge, die sollten wir uns besser nicht wünschen. Und es betrifft ja nicht nur uns Menschen, das möchte ich gerne nochmal betonen. Es betrifft ja die Natur insgesamt, es betrifft viele Arten. Wissen Sie, wir feiern dieses Jahr ausgiebig den 200. Geburtstag von Charles Darwin. Der hat das Buch Die Entstehung der Arten geschrieben. Heute könnten wir ein Buch schreiben, Die Vernichtung der Arten. Es gibt eine rote Liste der bedrohten Arten. All das hängt doch miteinander zusammen. Und genau das ist doch das Nachhaltigkeitsproblem, von dem Sie gesprochen haben. So können wir nicht mehr weitermachen. Aber ich bin Optimist. Die Finanzkrise, ich glaube, die hat uns jetzt endgültig gezeigt, so geht es nicht mehr weiter. Und auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass man das nicht schon irgendwie lange gewusst hätte. Vor rund 18 Jahren, Sie haben das eben schon mal kurz angesprochen, war mal ein Klimaforscher, war ein Moderator zu Gast und hat im Grunde genommen dasselbe gesagt wie heute. Wir schauen uns den Ausschnitt spaßeshalber an, aber ich werde verstehen, dass Sie wütend sind, dass sich so wenig getan hat in der Zwischenzeit. Treibhauseffekt und wie die alle heißen und Ozonloch und so. Dann noch und Abholzung der Regenwälder. Ein Szenario würde zum Beispiel bedeuten, dass Mitte des nächsten Jahrhunderts, falls wir unsere Politik nicht drastisch ändern, unser Verhalten nicht drastisch ändern, dass tatsächlich bis zum Mitte des nächsten Jahrhunderts die Globaltemperatur um 3 bis 4 Grad ansteigen kann. Dann kann ich nur an Sie alle auch appellieren, dass wir gemeinsam uns überlegen, was können wir tun. Da haben wir uns kennengelernt, Herr Latif. Jetzt wird es kompliziert, aber wir haben natürlich den Mann, der das sehr plastisch erklären kann. Professor Latif, was ist die nordatlantische Oszillation? Kennt jeder Mann und jede Frau, das ist die Stärke der Westwinde im Winter. Wenn sie stark ist, starke Westwinde, warm und regnerisch. Wenn sie schwach ist, haben wir Wind von Osten, kalt und sonnig. Klingt logisch und wir haben von das 1997 schon darüber berichtet und Professor Latif hatte da auch schon eine Prognose aus dem Ärmel. Leute, zieht euch warm an in Europa. Das Christkind El Niño wird Sturm bringen über Florida, Dauerregen über Chile und Buschbrände in Australien. Bei uns dagegen wird es im Winter eiskalt werden. 20 Jahre lang. Schuld daran die nordatlantische Oszillation. Die nordatlantische Oszillation hat sich in den letzten Jahren umgestellt und wir sind jetzt in einer Phase relativ schwacher nordatlantischer Oszillation und wir erwarten ähnlich wie in den 60er Jahren relativ kalte Winter in der Zukunft. Ja, und das waren aber 20 nicht ganz so kalte Winter, oder? Wenn ich mal so überlege, ne? Jedenfalls die letzten 10 Jahre jetzt mal. Genau, also sie ist schwächer geworden, das stimmte schon. Ja. Wir sind von einer Hochphase in Richtung normale Verhältnisse gekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die nächsten 10 Jahre sind. Also ich würde die Vorhersage nur noch nicht ganz abschreiben. Mhm. Und in der Wissenschaft oder in der Klimaforschung, da arbeitet man ja auch immer so ein bisschen mit Ungenauigkeiten. Also wie gesagt, mal abwarten und in 10 Jahren sprechen wir uns mal wieder. Nun war ja auch der Winter recht extrem. Also er war sehr, sehr lang, hatte auch Rekordtemperaturen im Minusbereich. Müssen wir uns denn künftig auf mehr solcher Gegensätze, solcher krassen Gegensätze einstellen? Ja. Ja, also der Winter war eigentlich gar nicht so außergewöhnlich. Ich bin jetzt 51 Jahre alt. Ja. Als ich aufgewachsen bin, war das völlig normal. Ja, wir haben es nur vergessen durch die Erwärmung, die wir jetzt in den letzten 50 Jahren hatten, wie eigentlich normale Winter aussehen. Ja? Und das ist eben die Eins, von der ich gesprochen habe, beim gezinkten Würfel. Solange der Würfel noch nicht so stark gezinkt ist, solange die globale Erwärmung noch nicht so stark ist, kann eben die Eins auch nochmal kommen. Und was wir letzten Winter erlebt haben, das war eben genau diese Eins. Mhm.